Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur ja, Chaos-Kolonie. Ich muss gerade mal schauen, wie weit ist das Graben hier? Okay, da fehlt noch ein bisschen. Ja, wir haben ja gestern eine kleine Jubiläumsfolge unsere nächste Rakete gestartet. Die ist auch hier unterwegs. Ich hoffe mal sehr, dass die Sternenkarte jetzt klappt. Tut sie, okay, sehr schön. Also sie scrollt nicht mehr von alleine irgendwo anders hin. Bevor wir hier jetzt weitermachen, erstmal kurz der Hinweis, heute ist ja Samstag und ausnahmsweise werde ich wohl diese Woche heute Abend streamen. Geplant ist, dass es so circa 19.30 Uhr losgeht, vielleicht wird es ein bisschen später, also irgendwie so zwischen 7:30, 8:00. Sollte da noch was dazwischen kommen, was leider möglich ist, würde ich das auf dem Discord bekannt geben. Also Link zu meinem Discord ist unten in der Videobeschreibung, würde ich euch empfehlen, euch da ja anzumelden. Ansonsten wie immer, ne, auf meinem Twitch-Kanal zwischen 7:30 und 8:00 sollte es losgehen. Gut, okay, so geben wir der Rakete ein neues Ziel. Wir haben noch 10 Felder Reichweite, also könnten wir mindestens, und das machen wir auch mal, noch 3 Felder weiterfliegen. Dann kommen wir auf jeden Fall noch zurück und können dann hier den Bereich weiter erforschen. Aber stimmt, das ist so, wie es jetzt ist. Oder wie wir es gemacht haben. Danke schon da nochmal für den Hinweis. Mit dem Teleskop viel besser als mit dem, was eigentlich für die Rakete gedacht ist. Ich vermute, dass das auch was ist, was noch auf Dauer geändert wird. Aber ja, ansonsten kommen wir hier bestens klar. 0% Stress. Wir haben genügend Nahrung. Wir haben genügend Erde für die Toilette. Also da können wir noch ein paar Geschäfte mit, mit erledigen. Vielleicht... Obwohl Bleichstein mitnehmen wäre nicht so ganz schlau. Aber ich glaube, das sind 100 Gramm pro Nutzung. Auch da kommen wir mehr als lange genug mit aus. Okay, gut. Werden schon die nächsten Sachen erforscht? Nee, erst wenn wir den nächsten Block erreicht haben. Ne? Gut, kommen wir auf das Thema zurück mit den... mit den strahlenden Käfern, da hatte ich ja gesagt, ich würde damit gerne eine Rakete bauen. Und da könnten wir mal gerade überlegen, wo wir die genau hinsetzen. Ich würde hier schon ein bisschen Platz lassen, weil ich nicht weiß, ob ich da vielleicht noch andere Anschlüsse ranmachen möchte. Rakete. Packen wir die mal... sozusagen hier ungefähr hin. Dann können wir hier noch isolierte Ziegel komplett runterbauen. Ist eigentlich nicht notwendig, wir machen es nur trotzdem. So, dann können wir noch ein paar Leitern hier bauen an beiden Seiten erstmal, vor allen Dingen auch, damit wir hier den Rest abgerissen bekommen. Und wenn das gleich gebaut ist, ich kann es auch mal ein bisschen beschleunigen, dann könnten wir hier auch hergehen und dann den Raum mit den Eiern bauen. Ihr habt da zwei sehr gute Vorschläge gemacht. Vorschlag Nummer 1 war, wobei ich da Zweifel habe, dass das funktionieren kann. Ich erkläre auch gleich warum. Zumindest mit den Materialien, die wir bislang haben. Einfach an einer Seite eine Flüssigkeitsschleuse hinmachen. Jetzt wird es natürlich nur, wenn eine Rakete startet, hier sehr, sehr, sehr warm. Das könnte man vielleicht noch... Ne, das wird man nicht mit einer Tür abhalten können. Müsste man schon eine isolierte Tür benutzen, aber die Mod dafür habe ich nicht installiert, weil... Ja, keine Ahnung, warum eigentlich. Es fühlt sich ein bisschen... Das klingt jetzt blöd, wenn man solche Tanks hier benutzt, wie ich das mache, dort für die Flüssigkeiten. Oder hier für die Gase, aber es fühlt sich so ein bisschen zu sehr wie Cheaten an, weil man damit eine Mechanik mit den Temperaturen an Stellen außer Kraft setzt, wo es eigentlich nicht gedacht ist. Aber ich habe sie auch schon benutzt, ich werde sie sicherlich irgendwie wieder benutzen. Ich möchte sie nur für diese Kolonie nicht benutzen. Ja, ganz davon abgesehen, weil ich mag mich jetzt auch täuschen, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Aber ich hatte auch zu Beginn dieses Let's Plays gesagt, dass ich Mods, die die Spielmechanik grundsätzlich verändern, nicht nutzen möchte. Also ich habe schon so Sachen wie Blueprint und, wie heißt sie denn noch? Hier, unser Snipping-Tool.
Auch wenn das, glaube ich, nicht Snipping Tool heißt, weil das ist das zum Screenshot zu machen. Pliers, genau. Ich musste erst irgendwo aus meinem Gedächtnis hervorkramen. Solche Sachen benutze, aber die ändern halt nichts daran, dass die Temperatur sich von A nach B überträgt. Oder andere Sachen. Ja, jetzt habe ich viel gesprochen und habe ich wenig gesagt dabei? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch nicht den Fortschritt, wie ich das gerne hätte. Das ist vermutlich der Unterschied, wenn man nicht mit 70 Duplikanten am Start ist, so wie wir es heute Abend wieder haben werden. Da werden wir ein bisschen mehr schaffen, denke ich. So, Prio 8, zack. Okay. So, ja, da müssen wir jetzt vielleicht kurz drauf warten. Ich könnte das auch rausschneiden, aber wir könnten uns auch stattdessen nochmal hier umschauen. Okay, ja, jetzt decken wir schon die nächsten Sachen auf. Wir haben auch hier ja einen Planeten gefunden, den ich mir noch gar nicht angeschaut habe. Ein Niobe-Vulkan. Okay, das klingt jetzt nicht nach dem freundlichsten, nach der freundlichsten Umgebung. Kleiner Ort mit einer Fülle von Niobe. Hm. Ja, auf jeden Fall hier ein Asteroiden, den wir besuchen werden. Mit der Nuklearrakete würde ich übrigens als erstes dann mal anfangen, hier diese Vorkommen abzubauen. Gerade weil ich mir die Artefakte auch mal anschauen möchte. Das habe ich bislang noch gar nicht gemacht. Und sowohl ich möchte das sehen und ich glaube, einige von euch auch, die damit auch noch keine Erfahrung haben. So, hier könnten wir auch noch mal einen Blick drauf werfen, während gebaut wird, aber eigentlich gibt es hier gerade gar nicht so ganz viel zu erledigen. Ich habe hier Handpumpen in die Ethanoltanks gebaut. Ah, ich habe das hier ausgestellt, deswegen wird das nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich, weil die das, okay, vielleicht sollte ich eher, solange das läuft, die Handpumpe hier mal zerlegen, weil das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das ausgestellt hatte. Nicht damit die andere Sachen erledigen. So, dann können sie nämlich hergehen und hier die Vorkommen entleeren. Ja. Okay. Gibt es hier sonst Sachen, die zu erledigen sind? Ich weiß es nicht. Die Atomsachen hier. Da haben ja meine Versuche nicht so ganz geklappt. Klar, die Bienen haben so ein bisschen Strahlung abgegeben, wenn sie schlafen, wenn sie mit CO2 befüllt werden. Aber ja. Da war ja der Gedanke mal, dass man hier vielleicht eine Rakete hinbaut und die Bienen dafür sorgt, dass die in einem kleinen Bereich sind, wo sie dann schlafen können. Da laufen CO2 rein. Ich glaube, das wird auch funktionieren. Vielleicht testen wir das irgendwann nochmal. Aber erstmal möchte ich jetzt die Geschichte, die wir hier angefangen haben, zu Ende bringen. Ich glaube, wir haben gerade den nächsten Planeten entdeckt. Oh ja. Ah, der sieht ja interessant aus. Vatiol. Wassergeysir und kalter Schlammgeysir. Okay. Da scheint es recht viel Flüssigkeiten zu geben. Weltraum, aquatisch, Ödland. Okay. So, dann fliegen wir. Ach Mensch. Ich drücke immer die falsche Taste. Wenn wir gleich da sind, alles erkundet haben, dann fliegen wir erst wieder zurück, tanken auf und dann würde ich sagen, brechen wir in die nächste Richtung auf. Ob das jetzt hierhin ist oder vielleicht nach hier. Ich denke, wir werden so grob in diese Richtung dann fliegen. Was machen die denn eigentlich? Ich muss mich, glaube ich, mal darüber informieren, was hier die
Duplikanten alle so machen. Hier sind auch wieder Flüssigkeiten, die hier herlaufen, die da nicht hingehören. Da wird Erde aufgenommen. Ob ich vielleicht das dafür ist der Bereich zu klein. Vielleicht sind wir hier an der Stelle jetzt, wo es definitiv Sinn macht. Das macht eigentlich von Anfang an Sinn, davon mal abgesehen. Aber alle Materialien in den Bereich zu bringen, wo ein Vakuum ist, wo kein Temperaturaustausch stattfinden kann. Wo legen wir diesen Bereich an? Sollte er halbwegs zentral sein. Also was mir zuerst... welcher Gedanke mir zuerst kommt, ist, das es hier zu machen. Der zweite Gedanke wäre, es eventuell vielleicht hier zu machen, weil wir haben hier den Auslass in der Nähe, wir haben den Eingang in der Nähe. Warum? Achso, wir schaffen es wahrscheinlich mit dem einen Wutschrank hier nicht. Moment. Alles aufrecht zu erhalten. Wo wir wieder bei dem Punkt werden, es ist einfach zu viel zu tun. Ach, guck mal hier. Der Tank, der eigentlich irgendwann mal überlaufen sollte, entleert sich langsam. Ja, wir werden hier einen Bereich anlegen, wo wir Ressourcen reinpacken. Wie machen wir das Ganze? Zuerst mal können wir hier anfangen, die Leitern zu zerlegen. Wenn das erledigt ist, würde ich den Bereich abgrenzen. Am besten machen wir das so, dass wir hier unten einen Bereich anlegen, wo die Ressourcen reinfallen. Wo wir dann auch ein paar automatische Räume reinpacken könnten, wobei die im Vakuum natürlich wieder überhitzen würden, aber naja, nee, werden wir noch etwas anders gestalten. Nee, ich habe schon was im Kopf. Sprechen wir vielleicht nicht unbedingt heute drüber. So, wir können auf unsere Rakete doch jetzt hier schon unseren Antrieb draufbauen. Nee, können wir nicht, weil wir es erst ausgraben müssen. So, die Gedenksekunden werden auch länger, ne? Vielleicht ist das all diesen Dingern hier geschuldet, die ich hier fabriziert habe. Okay, das sind schon recht viele Leitungen. Das hier geht noch, aber ja, das kann man besser machen. So, wie weit sind wir hier mit unserer? Ne, es wird noch erkundet. So, jetzt können wir hier bauen. Und zwar den, wie heißt der? Teilchen, das Teilchenblitztriebwerk. Okay. So, der Anschluss ist auf dieser Höhe. Da müssen wir gerade mal überlegen, wie wir das machen. Wir haben ja den Teilchenblitzgenerator. Den könnten wir einmal so machen, dass der direkt darüber schießt. Oder aber wir bauen das ein tiefer. Einen runter und arbeiten hier mit einem Redirector. Dann könnten wir den einstellen, dass der nach dort schießt. Sinnvoll wäre auch, glaube ich, auf Dauer, dass wir die Leiter hier doch wieder wegnehmen. Dann können wir das nämlich eins weiter noch nach links bauen.
Eigentlich wollte ich das hier, wollte ich das alles abgerissen haben jetzt, wenn wir hier schon dabei sind. Ja, das hier ist genauso schlau. Eine Leiter reißt man immer von oben nach unten ab, ne? Wobei, wenn wir da drauf stehen, 1, 2, 3, 4, können wir den Rest abreißen. So, nochmal auf die Strahlung zurück. Also den Redirector könnten wir dann so nah wie möglich da ranbauen. Das geht sogar da, okay. Dann haben wir hier unseren Generator und da kommt noch ein Generator hin. Und dann würden wir den Raum für unsere für unsere strahlenden Nymphen, ich habe gerade was überlegt, hier reinpacken. Weil so kriegen wir dann natürlich die Eierschalen da nicht raus. Aber das ist, glaube ich, total egal, ob wir die da rauskriegen oder nicht. So, die schüttet dahin. Dann die Förderschiene. Vielleicht bauen wir die Schütte auch gleich nochmal aus hitzebeständigerem Material. So. Unsere Generatoren hier. Das muss ja auch alles ein bisschen hitzebeständig sein. Okay. So, ihr beide dahin. Und du dahin. Dann stellen wir die alle so ein, dass die nach links. Also die hier natürlich nach oben und der schießt nach links dahin, dass wir die sammeln. Und je nachdem, wie viel Tierchen wir da drin haben, bin ich dann gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe jetzt auch von euch gelesen, dass andere das mit Atommüll machen. Das ist auch eine interessante Idee. Da könnte man ja vielleicht sogar hergehen und dann hier rundherum vier luftdurchlässige Ziegel bauen. Das hätte ja dann sogar den Effekt, dass wir da so viel Atommüll reinpacken können, dass es ziemlich schnell ja fertig werden würde. Die Leiter hätte ich vielleicht schlauer hierhin gebaut, dann hätten wir da auch. Ist egal, wir kommen da so auch ran. Ja, Leiterkabel. Nächste Mal vorher mehr Gedanken machen, glaube ich, ist nicht das Schlechteste. So, dann haben wir da einen Stromanschluss, das können wir hier sicherlich mit einem Generator irgendwie hier anschließen. Das können wir dann noch schauen. Mache ich mir hier einen Anschluss fertig, grabe ich hier nochmal mehr frei. Das Eisbiom hier ist, glaube ich, sowieso Geschichte, aber es hilft noch dabei, dass wir unsere Dampfturbine nicht kühlen müssen. Dann machen wir von hier aus mal den Zugang. Verlängern wir hier mal den Bereich. So, dann haben wir das Eisbiom hier unten erhalten. Das Wasser hier. Das wäre so, glaube ich, eine schlechte Idee. Aber wenn wir das hierher lassen, dann nehmen wir es hierher. Ich möchte es ja eigentlich hier in diesem Tank haben. Okay, dann machen wir vorübergehend mal hier nochmal wieder dicht. Heute springen wir hier auch von Hühnerhot, ne? So, dann gehen wir dahin. Graben das aus. Dann kann das Wasser hierhin. Alternativ würde es hierher fließen und dann ebenfalls in den Tank. Aber hier hätte man doch die Gefahr, dass das hier nach rechts überläuft. Was auch kein großes Problem ist, weil auch da jede Menge Wasser schon ist. Aber schöner wäre eigentlich die Variante hier links rum. Dann sorgen wir doch mal dafür, dass das funktionieren kann.
Okay, wenn wir die drei wegreißen, dann können wir den Rest, die restlichen vier von unten. Da müssen wir nochmal den Ziegel wegnehmen, weil sonst wir nehmen den oberen weg. Oder? Ne, wir nehmen den weg. Sonst können wir hier die Schütte nicht fertig bauen. Weil da kommen wir ja so schräg jetzt nicht ran. So, der Weg nach hier unten ist offen. Das Wasser fließt schon ab. Hier sollte ich vielleicht zwischendurch mal immer aufwischen, weil dann ja, schon zu spät wahrscheinlich. Ich hoffe, das türmt sich nicht so weit auf, dass das hier zum Problem wird. Ne, tut's nicht. Dann können wir auch das hier noch rauslassen. Das sieht schon lustig aus, ne? So, die Flüssigkeiten in Oni ist immer wieder ein Spektakel für sich. Machen wir es mal vorübergehend so. Das wird den Teil erst ausgraben, dann kannst du nämlich alles abfließen. Und geben jetzt wieder die Aufträge rein. So, ist hier auch was nach rechts? Nö, ist nicht. So, das dürfte erledigt sein. Ja, wir haben noch 7 Felder Reichweite. Ich könnte jetzt noch eins hierher fliegen, aber wir müssen sowieso noch mal später in diese Richtung. Also von daher ist es eigentlich egal. Wir fliegen schon direkt wieder zurück. Das werden wir dann machen, wenn wir einen besseren Antrieb für unsere Erkundungsrakete haben. So, das hier entsteht jetzt. Alles so, wie ich das gerne haben möchte. Ich bin sehr gespannt über die Effizienz, wie gut das funktioniert. Aber das habe ich, glaube ich, schon 28 Mal gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte eigentlich auch nur heute ein kurzes, was heißt wollte, ich muss heute nur ein kurzes Video machen, aber ich schaffe nicht mehr, weil es ist, falls das mal jemanden interessiert, ist es auf meiner Uhr jetzt 10.21 Uhr Samstagvormittag. Das Video muss ich jetzt noch kurz gleich rendern, auf YouTube hochladen und also das Zeitfenster ist eng. Und umso länger das Video jetzt wird, vielleicht sollte ich deswegen auch nicht mehr so quatschen, umso länger dauert natürlich auch jeder einzelne Schritt. Deswegen kommen wir jetzt schnell zum Ende. Nochmal, also wer noch nicht genug von mir hat, wobei, ja, das war jetzt komisch formuliert, heute Abend, ne? Wir sehen uns hoffentlich. Macht's gut, bis bald. Danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Tschüss.